Willkommen zurück zum Lausitzring, willkommen zurück zum zweiten ADAC Racing Weekend. Die Saison begann ja auf dem Hockenheimring vor einigen Wochen und wir dürfen Sie begrüßen. Nachdem wir heute Morgen ja auch schon das Zeittraining des GT60 Powered by Pirelli und das Zeittraining der Spezialtourenwagen-Trophy um den H&R Cup hier im Stream gezeigt haben, waren zwischenzeitlich zwei freie Trainingssitzungen über die Bühne gegangen im Tourenwagen Junior Cup und in der NATC, die Serie, die an diesem Wochenende hier in ihrem Sprintformat zwei Wertungsläufe austragen wird. Wir kehren zurück zum Livestream, wir kehren zurück zum Tourenwagen Classic. Da dürfen wir jetzt einige Teams auf der Strecke begrüßen und die sind dann unterwegs hier in ihrer Zeittrainingssitzung Nummer 1, aber es wird auch hier nur eine Zeittraining-Session in dem Tourenwagen gefahren, bevor wir dann an diesem Rennwochenende in zwei Wertungsläufe hineinsteigen werden. 20 Minuten nur Gelegenheit für die Teilnehmer hier ihre Zeiten abzuliefern und gerade im Bild war Anton Werner, der Pilot aus Landshut. Ja, im Porsche 911 GT3 Cup am Start. Anton Werner, den bringt man ja sonst auch immer wieder gerne in Verbindung mit einem Audi, Anton Werner, der im Übrigen nicht nur auf der Rundstrecke sehr schnell unterwegs ist, nein, er ist auch einer, der im Rallye-Sport immer wieder mal vorne mit von der Partie ist und dann eine 8 mehr, das ist die 888, das ist die Startnummer des Esseners Alfred Heger, der auch hier in dieser Serie im Tourenwagen Classic unterwegs sein wird. Alfred Heger, natürlich auch einer der ganz bekannten Rennfahrer in Deutschland und wir werden uns später auch einmal mit der Vita rund um Alfred Heger ein klein wenig beschäftigen. In dieser Serie im Tourenwagen Classic hier auf dem Hockenheimring, auch für die ist es der zweite Meisterschaftslauf, nachdem ja auch auf dem Hockenheimring das Ganze dort begonnen hat, haben wir aber auch vier Fahrzeuge, die von Pfister Racing Team benannt sind und das sind die Chevrolet Cruze Fahrzeuge, die wir hier mit von der Partie haben. Diese Fahrzeuge dürften ausnahmslos Baujahr 2008 sein, haben rund 180 PS zur Verfügung, sind mit Motorsportfahrwerken aus dem Hause von KW ausgerüstet, haben natürlich eine Motorsport-Auspuffanlage und somit der 323 im Bild aus Gernsbach kommt Lars Stubanus, der ja ebenfalls in einem Chevrolet Cruze unterwegs ist, dort wo man neben der Rennsportanlage gepaart mit Peggy Motorsport-Bremsbelägen natürlich auch eine Firma hat, die dafür sorgen, dass man die richtige Verzögerung vor den Kurven herbeiführen kann. Also bunt gemischt das Feld, David Stein im Ford Fiesta ST am Start, Jim Caluzzi in Berlin zu Hause im 1988 gebauten BMW M23i E30, auch da gehen wir später etwas näher drauf ein. Und diese Tourenwagen Classic, da hat man natürlich die verantwortlichen Leiter Sport und Event Carsten Zetzefan und die Geschäftsführer Jörg Hatscher definitiv einmal zu erwähnen. Heute auf jeden Fall mal Zeittraining angesagt, 20 Minuten und dann heute Nachmittag und morgen um die Mittagszeit zwei 30-minütige Wertungsläufe. Werden wir wieder ein Duell erleben dürfen mit dem Anton Werner, der Zweitplatzierte vom zweiten Durchgang auf dem Hockenheimring und mit Alfred Heger, dem Doppelsieger vom Hockenheimring. Wir haben dabei René Ruch, den Inhaber einer Sportwagengarage. Er war früher Rennmechaniker bei Eggenberger gewesen im Ferrari, der zweimalige Drittplatzierte, den wir dann auch später mit der Startnummer 270 hier im Bild haben werden, der natürlich auch erstmal in seiner Outlap unterwegs ist. Dann werden wir schauen, was am Ende der Reise rauskommt. Und wir haben ein Team am Start mit Jim Caluzzi und Sven Bohnhorst, Berliner und Braunschweiger, die sich hier das Cockpit des 1988 gebauten BMW 325i E30 teilen werden, den wir gerade auch hier dankenswerterweise unserer Regie von unseren Kameradamen und Herren und von der Regie in Köln eingefangen werden. Und so sind wir gespannt, wo dann am Ende man hier in dieser Zeittraining-Session steht. Der E30er BMW, das war ja, ja der erfolgreichste BMW überhaupt gewesen. Die Dreierreihe, gebaut von 1982 bis 1994. Und wenn man da mal zurück sich erinnert, der 325er i, den wir gerade hier im Bild sehen, war ja auch schon im Jahr 1986 beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring als siegreiches Team herausgegangen mit Markus Österreich, Otto Rensing, der ja auch schon ein BMW Junior-Pilot gewesen ist, und Winnie Vogt. Und man hat mit diesem Fahrzeug viele Erfolge eingefahren. Und dann kam ja danach der M3er BMW auch zum Einsatz, der viermal in Folge die 24 Stunden gewonnen hat. Aber hier war wichtiger, von mir mal kurz zu tun, der E30er, die zweite Dreierreihe von BMW von 1982
bis 1994 im Einsatz. Ja, so sehen wir auch jetzt hier Anton Werner. In Landshut zu Hause geht ja für die Mannschaft von MTM an den Start. Ich sagte schon, Zweitplatzierter vom Saisonauftakt auf dem Hockenheimring im zweiten Wertungslauf. Und das Duell zeichnet sich jetzt auch hier schon wieder einmal ab. Alfred Heger im Porsche gegen seinen Porsche-Markenkollegen Anton Werner. Die werden definitiv hier das Geschehen gemeinsam mit René Ruch, der den 458er Challenge Ferrari pilotiert, bestimmen. Die 270 Fahrzeug auch schon etwas, bitte René, sei mir nicht böse, betagt, aber der Ferrari wurde ja im Jahr 2011 schon gebaut. Wir sehen auch hier die ersten Topzeiten nach der zweiten Runde, die vorliegen, 1:36,7 an der Spitze von Alfred Heger, dem deutschen Unternehmer und Automobilrennfahrer, der ja eine große Karriere Anfang der 1980er Jahre gestartet hat, war von 1982 bis 1985 bei Langstreckenrennen in der Weltmeisterschaft am Start. Dazu gehörten auch natürlich seine Auftritte bei den 24 Stunden von Le Mans im Jahr 1984 und auch ein Jahr später, 1985. Er fuhr die Formel 3, fuhr die Formel 3000 und so weiter, war im Tourenwagensport zu Hause als BMW-Werksfahrer für Lindenau Rennsport und 1988 auch für Schnitzer Motorsport am Start gewesen, unter anderem auch in der Tourenwagen-Europameisterschaft und so weiter und so weiter. Und er erinnert sich gerne natürlich an die beiden Auftritte bei den 24 Stunden von Le Mans, gemeinsam mit Claude Haldi, dem Schweizer, auf dem 39er Porsche und ein Jahr später auf dem BMW M1, auch mit Kurt König dort am Start gewesen. Da kam leider der Ausfall mit Getriebeschaden. Aber wir schauen hier auf den heutigen Renntag. Anton Werner wird natürlich jetzt auch hart bedrängt, der Führende im Klassement von Alfred Heger. Denn der 911er GT3 Cup Porsche von Anton Werner, die Startnummer 88, hat mit 1:33,332 Sekunden zunächst einmal die führende Platzierung eingenommen in der Zeittraining-Session. Anton Werner und Kollege Alfred Heger sind im Übrigen jetzt direkt hintereinander auf der Strecke herfahrend in Turn 9 und in Kürze auch Turn 10 zu beobachten, wo man dann in Turn 10 diesen engen Rechts-Links-Knick fährt, bevor man dann auf einen Teil des Ovals aufbiegt und dann bringt man die Fahrzeuge auch hier wieder zurück Richtung der Start- und Ziellinie. Dann werden wir auch hier die Zeiten erleben dürfen, die Anton Werner mit Sicherheit verdrängen werden auf die zweite Position, denn Alfred Heger, der ist sehr schnell unterwegs mit zwei persönlichen Bestzeiten in Sektor 1 und 2 und geht auch in diesem Moment mit einer Zeit von 1:32,4 mit einem Vorsprung von 13 Sekunden vorbei an Anton Werner auf die führende Position. Chevrolet Cruze-Fahrzeuge, wer ist momentan der Beste der Chevrolet Cruze-Abteilung? Das ist Dario Appa mit der Startnummer 308. Der Schweizer in Zürich ist ja zu Hause, der hier im Chevrolet Cruze Cup für Pfister Racing Team an den Start geht. Er hat in der letzten Runde eine Zeit abgeliefert von 1:54,0. Das war bis dato die schnellst gefahrene Runde unserer vier Kollegen, die hier im Chevrolet Cruze Cup unterwegs sind. Der zweite ist Marco Bethrich, der dritte Lars Stubanus und Dirk Ehlebracht mit der 306, der viertplatzierte im Chevrolet Cruze Wertung. Der Pilot aus Oberursel, das dürfte in Hessen in der Nähe von Mainz, Frankfurt in dieser Gegend liegen, Dirk Ehlebracht, der die Startnummer 306 auf seinem Fahrzeug hat. Wir sehen dann auch Thilo Goos im Bild. Das ist der einzige Aston Martin hier im Feld. Aston Martin Vantage N24, der im Jahr 2008 auf den Markt gekommen ist, wurde auf dem Hockenheimring im Klassement auf der 5. und 6. Position am Ende der beiden Wertungsläufe notiert. In Berlin ist er zu Hause, hat mit Sicherheit dann auch eine enge Verbindung zum ADAC Berlin-Brandenburg, der der sportliche Ausrichter dieses ADAC Racing Weekends hier in der Lausitz ist. Thilo Goos im Aston Martin, da wird es keine Zeitenverbesserung für ihn geben. Bei der Überfahrt über die Linie wurde er mit einer Zeit von 1:44 registriert. Das ist deutlich langsamer als noch in seiner schnellsten Runde mit 1:41,707 Sekunden. Thilo Goos wird an diesem Wochenende im Übrigen auch im NATC mit eben diesem Fahrzeug unterwegs sein, hier in der H2-Klasse eingestuft und er ist, wie gesagt, der 5. und 6. Platzierte vom Saisonauftakt auf dem Hockenheimring und hier sind sie, diese Fahrzeuge von Chevrolet Cruze, die hier im Einsatz sind und immer noch ist Appa vor Bethrich der bestplatzierte Pilot in der Chevrolet Cruze-Wertung.
und er müht sich hier redlich ab, hat auch in der letzten Runde im ersten wie auch im dritten Sektor seine persönlich schnellsten Zeiten abgeliefert. Appa konnte sich verbessern mit 1,53,718 Sekunden, hat er sich um rund 0,7 Sekunden vom Chevrolet Cruze Verfolger Marco Bedrich absetzen können, der mit Sicherheit hier ihm keine Ruhe lässt. Und wir sehen dann im Fahrzeug der Startnummer 31 David Stein, der fährt hier im Ford Fiesta ST. Auch er war auf dem Hockenheimring vertreten gewesen. David Stein in Usingen ist ja zu Hause. Dieser Ford Fiesta ist auch kein Fahrzeug ganz neueren Baujahres. Der Ford Fiesta ST ist ein Fahrzeug aus dem Jahre von 2008. Wir erinnern uns ja gerne zurück an die glanzvollen Zeiten vom Ford Fiesta ST Cup, den es ja auch in der Beru Top 10 gegeben hat. Da gab es einen Ford Fiesta ST Ladies Wertung. Es gab eine Mixed Wertung, immer eine Dame und ein Herr. Und übrigens auch eine Claudia Höttgen in diesen Serien auch immer schon mit von der Partie gewesen ist. Hier noch einmal der Replay. Da hat man schön Platz gemacht, sodass man dann mit der 308 Dario Appa, den Schweizer, vorbeiließ, der dann so ein bisschen die Linie verloren hat. Später würde er sagen, ja, ich habe den Bremspunkt verpasst. Ein bisschen das Grün raus, war aber überhaupt kein Problem gewesen, zurückzukommen. René Ruch mit der Startnummer 270. Das ist der aus Müsingen, aus der Schweiz kommend, ein Inhaber einer Sportwagengarage im 2011er gebauten 458er Ferrari, dem Challenge Ferrari, ist er hier unterwegs. Drittplatzierter im Gesamtklassement, fuhr in der letzten Runde mit 1,35,731 Sekunden seinen schnellsten Umlauf. Und da war auch verantwortlich gerade der zweite Sektor, den er in der 31er Zeit absolviert hat. Das war seine persönlich schnellste Sektorenzeit. Damit konnte er sich hier auf die dritte Position festigen. Vor Caluzzi Bono aus der Truppe, die den E30er 325 iBMW zum Einsatz bringt. Vor Thilo Goos. Jim Caluzzi, Sven Bonhorst, wer immer auch jetzt hier aktuell unterwegs ist, konnte in der letzten Runde die persönliche Bestzeit nicht erreichen, war 1,2 Zehntelsekunden langsamer unterwegs noch als in ihrer schnellsten Runde. Also man hat sich redlich abgemüht. Im ersten Sektor hat bei der Truppe Caluzzi und Bonhorst im BMW 325i auch alles bestens funktioniert. Da kam die persönlich schnellste Zeit in diesem ersten langen Sektor zum Vorschein, der 32,7. Die können wir uns mal ein bisschen merken, denn auch jetzt ist man hier im ersten Sektor unterwegs. Und jetzt hat man auch diese Sektorenzeit verbessern können auf 32,6. Währenddessen wir den Kampf um die Spitze erleben dürfen. Und die beiden sind jetzt auf der Strecke auch nicht unbedingt wieder voneinander getrennt. Nein, das ist eine schöne gemeinsame Fahrt, die man hier an den Tag legt. Und vorne ist auf der Strecke, wie auch auf dem zweiten Monitor, Alfred Heger, der Essener mit der 888 im 996er Cup Porsche und verfolgt mit 0,6 Sekunden hochgerechnet der Rückstand. Anton Werner, der bleibt dran, aber hat im Moment kaum eine Möglichkeit vorbeizuziehen auf dem zweiten Monitor. Anton Werner fährt jetzt allerdings im ersten Sektor eine 31,0er Zeit, damit er mit seinem persönlich schnellsten Sektor registriert worden. Also die Attacke wird vorbereitet. Wie sieht es hier im zweiten Sektor aus mit 24,7? Ja, das war nicht die persönlich schnellste Zeit. Gleiche Zeit liefert auch Alfred Hege ab. Und so kommt man dann langsam aber sicher wieder Richtung der Kurve im Oval angeflogen. Jetzt heißt es hier noch einmal durch die Schikane T10 und T11 durch. Dann sehen wir diese auch hier unterhalb der großen Tribüne wieder Richtung der Ziellinie fahrend, ihre Zeiten zu verbessern. Großes Fragezeichen, eben 0,6 Sekunden Abstand. Anton Werner kommt als erstes jetzt hier an Start und Ziel durch. Und da werden wir die erste Zeit von ihm auf dem Bildschirm aufgespielt bekommen. 1,32,7 war bis dato seine Bestzeit. Also da gab es aktuell für ihn keine Möglichkeit, an Alfred Heger vorbeizuziehen. Altes Bild, auch der alte Rückstand von rund 0,6 Sekunden im Kampf um die Pole Position. Alfred Heger vor Anton Werner. Dann haben wir wieder im Bild unseren im Ferrari von René
Ruch, auch er probiert natürlich jetzt noch einmal hier richtig Druck zu machen. René Ruch, der die schnellste Runde in 1:35.3 absolviert hat, ist ein deutlicher Rückstand des italienischen Modells gegenüber der deutschen Marke Porsche. Also Porsche in Reihe 1 mit Heger und Anton Werner. Reihe 2 momentan René Ruch im Ferrari gegen den BMW von Caluzzi und Bohnhorst. Reihe 3 Kilo Bus im Aston Martin. Und da kommen sie, diese vier Chevrolet Cruze-Piloten mit ABBA, mit Betrich, Stubanus, Dirk Elebracht, der ja auch schon Dirk Elebracht in der Spezialtourenwagen-Trophy um den H&R Cup in den vergangenen Jahren am Start gewesen ist. David Stein im Ford Fiesta ST mit der 31 auf der 10. Position und Ruth Bazzi im Chevrolet Cruze, der 5. hier im Bilde, der Chevrolet Cruze auf der 11. Position, allerdings hier aktuell noch ohne eine abgelieferte Rundenzeit. Wir haben eine Sektorzeit vom zweiten Sektor, aber mal schauen, was sich dann hier am Ende so aufstellen wird. Wir sind unterwegs mit Dario Appa, das ist der orange folierte Chevrolet Cruze in der momentan 6. Position im Gesamtklassement aufgeführt, in der 2. Klassenposition, denn er ist unterwegs in der H1-Klasse, wo wir ja auch den BMW von Caluzzi und Sven Bohnhorst eingestuft haben. Somit ist Caluzzi und Bohnhorst in klassenführender Position unterwegs, vor dem im Bild hier im Livestream zu beobachteten Dario Appa zu Anbeginn der letzten 5 Minuten. Und Thilo Goos, der hat das Herz mal in die Hände genommen, persönlich schnellste Zeit im ersten Sektor. Heger lieferte eben die absolut schnellste Sektorenzeit im ersten Sektor ab, hat aber in der Rundenzeit davon nicht groß profitieren können, hat im zweiten und im dritten Sektor ein bisschen Fahrt rausgenommen, führt aber aktuell immer noch mit 0,598 Sekunden das Feld an. Und hier sehen wir dann noch auf Platz 1 Ruth Mabazzi, Chevrolet Cruze. Da sehen wir in Kürze auch hoffentlich eine komplette Runde, denn dort ging man gerade eben erst hier in diese Qualifikationstraining-Session hinein. Von der Farbgebung mit den Toyo-Tires-Reklamen ein für mich fantastisches Fahrzeug, aber ich glaube auch hier ist man jetzt wieder in langsamer Fahrt unterwegs, da gibt es überall ein paar Probleme mit dem Chevrolet Cruze, der Startnummer 224 nimmt aus meiner Sicht gar nicht so richtig Fahrt auf. Also wir hoffen, dass man hier irgendwo über die Runden kommt. Und das war dann in Kürze noch eine deutlich schnellere Zeit, wie diese 238-633 erleben dürfen, die gerade hier von der Zeitnahme auf den Bildschirm aufgespielt wurde. Zeittraining, die letzten 3,5 Minuten grob gerechnet haben begonnen. Duell Heger-Werner geht immer noch an der Spitze knallhart zur Sache. Jetzt fährt Alfred Heger oder fuhr in der letzten Runde im zweiten Sektor mit 23,2 auch wieder mal eine absolut schnellste Sektorenzeit. Er kommt aber zeitmäßig betrachtet nicht weg vom Verfolger von Anton Werner. Toyo Tires, tolle Farbgebung, blau-grün gefällt mir sowieso schon von der Natur her. Und die haben wir hoffentlich Ruth Mabazzi mit dem Chevrolet Cruze dann in Kürze weiter vorne zu erleben, währenddessen wir im Moment unterwegs sein zu Anbeginn der 5. Startreihe, wenn es denn so bleiben sollte, mit der Startnummer 306. Das ist Dirk Elebracht, der Hesse. Ich habe ja schon einmal gesagt, Dirk Elebracht ist in Oberursel zu Hause im 2008er gebauten Chevrolet Cruze. Diese Fahrzeuge, die so circa, sagt man nur ganz bewusst, circa 180 PS Leistung zur Verfügung haben. Und der probiert wirklich noch einmal alles Menschenmögliche. Und wir dürfen Sie zu Hause auch gerne einladen, morgen oder auch heute noch hier zum Lausitzring zu kommen. Der Eintritt ist für Umme kostenlos, kann man hier diese Veranstaltung verfolgen. Und das Schöne, man darf sogar im Fahrerlager sein Privatfahrzeug abstellen. Also was kann es Schöneres geben, als bei diesem Wetter hier den Motorsport live zu verfolgen. Und wir verfolgen live auf der Strecke, wie auch im Stream, die Startnummer 306, der jetzt in Turn 8 hineingeht. Und wir werden mal schauen, ob Dirk Elebracht vielleicht noch an Lars Stubanus oder an Marco Betrich im Chevrolet Cruze vorbeiziehen kann. Währenddessen Ruth Mabazzi im Bild ist mit der 2.19er Rundenzeit, hat man hier momentan die 6. Klassenposition eingenommen. Man kam eben ganz spät erst in diese Trainingssession hinein. Anton Werner kommt in die Box. Alfred Heger, der kommt in die Box im 96er
Porsche vielleicht jetzt noch mal so ein bisschen die Möglichkeit, glaube aber eher, dass ihm das nicht gelingen wird im Ferrari, dass wir René Rouch noch ein bisschen weiter vorne erleben dürfen. Dritte Gesamtposition und dritte Position in der Klasseneinstufung der C2-Kategorie. Und er hat ja einen Rückstand auf den vor ihm platzierten Anton Werner, den Landshuter, von 2,6 Sekunden. Und das ist die Startnummer 88 hier im Bild. Und da dürfen wir uns auch wirklich nicht täuschen lassen. Und ich habe mich eben täuschen lassen. Vorne in der Frontbatterie steht der Name Alfred Heger, Aheger. Und die Startnummer 88 gehört aber Anton Werner. Denn die beiden haben, glaube ich, die Fahrzeuge vom Saisonauftakt auf dem Hockenheimring getauscht, wo man dann in der Frontscheibe allerdings die Namen drin gelassen hat. Also auf der 88 sitzt Anton Werner. In der 888 Alfred Heger, das ist der Pole-Position-Inhaber, währenddessen wir hier noch einmal mitfahren dürfen mit dem Pilot aus Oberursel, mit dem ehemaligen Spezial-Tourenwagen-Piloten Dirk Elebrach, der für Pfister Racing Team im Chevrolet Cruze hier unterwegs ist, die das Ganze natürlich hier ausnutzen, auch für ihre Meisterschaftspunkte der Saison 2023 zu fahren. Aston Martin auf der, wenn man so aufs Bild schaut, rechten Seite geht hier endlich das Ziel vorbei. Aber es hat hier überhaupt nichts genutzt. Da gab es einen kleinen Verbremser und so hat man dann hier nichts Großes und Entscheidendes gut machen können. Und wir dürfen noch einmal bewundern die 36 Jim Galuzzi und Sven Brunhorst. Und wir schauen auf die Uhr. Und in diesem Moment ist die Trainingszeit abgelaufen. Und so kommt man dann auch hier in diesem Moment an Start und Ziel durch. Und somit ist auch damit die Messe dann in Kürze für alle anderen gehalten. Alfred Heger in der Box im 996er Cup Porsche bestimmt das Geschehen mit einer Zeit von 1:32,154 Sekunden. Anton Werner mit der 88 im 911er GT3 Cup Porsche mit 1:32,7 auf 2. René Rouch, der Ferrari-Pilot, auf Platz 3 vor dem Fahrzeug, was wir eben im Bild gesehen haben. Jim Galuzzi und Sven Bonhorst, das ist der 325er EE30er BMW. Thilo Groß im Aston Martin V8 Vantage N24, der Berliner auf der fünften Position vor der Startnummer 308, dem Schweizer aus Zürich, Dario Appa, der damit der beste Pilot aus Sicht der Chevrolet Cruze Abteilung ist. Marco Bethrich, siebte Position vor David Stein im Ford Fiesta, Lars Stubanus im Chevrolet Cruze auf 9, Dirk Elebracht auf der 10. und Ruth Bazzi auf der 11. Position. Und hier noch einmal mit der 31, das ist der Pilot aus Usingen im 2008er gebauten Ford Fiesta ST. Und hier mit der Startnummer 88, das ist der Zweitplatzierte im Zeittrainingsklassement, Anton Werner aus Landshut für MTM im 911er GT3 Cup Porsche unterwegs. Und ich denke mal, das Duell wird uns hier an diesem Wochenende verfolgen. Anton Werner mit der 88 gegen den Polsetter, der jetzt hier einmal noch zu sehen ist. Und das ist Alfred Heger mit der 888. Bitte nicht täuschen lassen von den Bildern in der Scheibe. Dort steht Anton Werner, aber mit der 888 definitiv Alfred Heger unterwegs. So werden wir also das Duell hier mit Sicherheit an diesem Wochenende auch im ersten wie auch im zweiten Wertungslauf erleben dürfen. Die beiden Porsche-Piloten, die einzigen Porsche-Piloten im Feld, Heger gegen Anton Werner, letztgenannter, ich sagte es heute schon einmal eingangs, ein exzellenter Rallye-Pilot. So viel also die Ergebnisse zum Geschehen in diesem Zeittraining im Tourenwagen Classic. Wir werden uns dann in Kürze verabschieden in eine für alle Helfer wohlverdiente Mittagspause, die dann um 13 Uhr endet. Und um 13 Uhr wird sich dann mein Kollege Tobi Schimon zurückmelden. Dann ist er mal zunächst dran mit der Zeittraining-Session über 20 Minuten des GT-Sprint. Wir dürfen uns neben den Ergebnissen hier, die wir eingeblendet bekommen haben, auch noch gerne einmal beschäftigen mit den Highlights. Und die Motorentechnik Meier, MTM, das steht die Kurzform, das ist Alfred Heger und Anton Werner, die das Ganze hier für sich haben entscheiden können. Die Highlights aus dem Zeittraining der Tourenwagen Classic.